Chat, wusstet ihr, wie viel Panne abgenommen hat in den letzten Tagen? Er hat schon über 20 Kilo abgenommen. Das ist voll krass. Also an alle, die sagen, das könnte auch eine Motivation hier sein für alle Leute, die abnehmen wollen oder so. Folge 2, abnehmen für Delay Sports. Strong, das ist echt krass, ne? 20 Kilo, ja. Also wir haben ein Projekt mit Panne. Panne spielt ja bei Delay Sports. Er ist aber momentan erstens zu schwer, um zu spielen. Zweitens hat er Probleme mit seinem Knie. Er hat sich ja die Kniescheibe gebrochen. Und dann haben wir gesagt gehabt, komm, nimm ab. Wir machen das zusammen. Wir machen daraus eine YouTube-Serie mit Ada zusammen. Zu dritt machen wir das. Und er hat schon, das ist schon ein bisschen länger her alles, aber er hat in den letzten 2 Wochen, seitdem wir damit angefangen haben, hat er schon irgendwie 10 Kilo abgenommen oder so. Ist voll krass, Digga. Er hat so schnell so viel abgenommen. Das ist aber öfter so bei Leuten, die viel wiegen. Ich glaube, er hat 100, 145 Kilo oder so gewogen. Bisschen mehr vielleicht. Die nehmen ja so extrem doll ab dann auch. Also wenn du 80 Kilo wiegst und du willst runter, dann brauchst du nicht 2 Wochen, um auf 70 zu kommen. Wisst ihr, was ich meine? Pannes Intro auf 2014. Ja, ja. Ist hier die Wassermelone? Vielleicht für Leute, die abnehmen wollen, Jungs. Das ist hier die Wassermelone. Jeder kann es schaffen. Als ob man nicht sieht, als ob das hier das die Wassermelone ist. Junge. 300 Gramm Wassermelone. Ja. Ich greife jetzt einfach mal rein. Ganz unschöniert. Er ist auch im Gesicht voll dünn geworden. Also dünner. Ja. Man sieht es. Wann habe ich ihn gesehen? Vorgestern. Ja, komm, das geht auch noch. Ich bin stolz auf den Mann. Ich komme ein bisschen mehr. So, 300 ja, Cousin. Gramm ungefähr. Aber wir brauchen ein Back-to-Back, da brauche ich dich nicht bekifft. Wenn du mitspielen willst, dann brauche ich dich richtig. Einen in die Mitte. Du, Mo oder Eldos, ich muss jetzt gucken, wir brauchen Back-to-Back. Kommt drauf an, wie verbrucht ich bin. Das lauteste, was soll ich erzählen? Also Wassermelone, Limette. Panne ist, ich weiß gar nicht, 1,83 oder so. Kommt jetzt in den Mixer. Es kommt jetzt in den Mixer, also nicht, dass es schon ein Mixer wäre, ja. Es kommt jetzt in den Mixer. Also manchmal müsste ich einfach mal, ich weiß nicht. Ich werde das jetzt mixen. Ich weiß es nicht. 1,86, ich weiß es nicht. Ganz einfach. Ich zeige euch gleich mal das Endprodukt und wie ich mir richtig reinballer, okay? Das ist das Endprodukt. Ja. Passt bitte, wenn ihr es nachmachen solltet. Und ich glaube dann, es soll die Fettverbrennung verdoppeln. Ja. Ich glaube dran, deswegen mache ich es auch. Wenn ihr es nachmacht, 300 Gramm, halbe Limette, den Saft natürlich, ihr habt es ja gesehen. Und von der Minze her würde ich aufpassen, weil die wenig Minze hat schon einen sehr, sehr starken Geschmack. Haut ihr da viel rein, dann weiß ich nicht, ob es denn so lecker schmeckt, weil es schmeckt an sich richtig gut. Ne? Kalte Wassermelone, Limette und ein bisschen Minze. Das ist jetzt erstmal, eigentlich muss ich ja noch fasten, aber ich trinke es immer morgens für die Stoffwechsel. Etc. pp. Habe ich Ada auch gesagt, das ist aber okay. Deswegen, ja. Ich melde mich zum Mittag wieder. Nice. Ja, Papa sein. Hier, der Jilly kocht Reis. Fähnchen. Ja. Dafür Silly. Nicht zu viel Reispanne. Abendbrot Mittag eigentlich. Und naja, kurz vor einem Tag schon was, dann kriege ich noch ein paar Wassermelonen. Oder mache ich mir ein paar Wassermelonen, also letztendlich wird sie die machen. Also, nachher gibt es noch ein bisschen Wassermelone. Und das war's. Ist er Moslem, weil er fastet? Nein, er soll nichts essen bis einer bestimmten Uhrzeit, mein Freund. Was dann? Es könnte sein, wenn ich es filme, habe ich es gemacht. Wenn ich es nicht filme, bin ich eingeschlafen. Man kann auch fasten in einer Diät. Die letzten Tage waren sehr anstrengend. Intervallfasten, genau. Viel gestreamt, nachts gerade. Viel. Jetzt heute Morgen auch wieder. Ich glaube schon 4 oder 5 Stunden. Naja, 4 Stunden, glaube ich, waren es sogar noch nicht mal zu schlafen. Ja. Und ich muss hier ein bisschen rumlaufen. Weil sonst hier die Quarktasche. Hallo, hallo. Die Quarktasche hier ein bisschen rumschreit. Digga, der Mann läuft immer so viel durch die Gegend. Ja.
Ich laufe jetzt rum, dann esse ich gleich. Zeige ich euch schon mal, wie es aussieht. Ja, Lilly, kriegst du. Na los, geh, fress dir mal. Los. Ah, noch nicht, Lilly, komm mal her. Ab auf den Platz. War zu früh, Fehlalarm, mein Bett. Hier, der schläft auch. So sieht seine Festung aus. So sieht. Das ist das Wohnzimmer. Ja. Er kommt auf 10.000 Schritte. Da eine Festung. Krieger, der schläft. Krieger, der jetzt gleich ausschläft, hoffentlich. Und dann der König, der hoffentlich auch bald schläft. Und hier haben wir jemanden, der alle unterhält. Was geht? Soll ich irgendwas sagen? Siehst du, die will nicht sagen. Mods, gleich mal timeouten, falls irgendjemand. Wir? Ich auch? Ja. Scheiße. Ja, super, nee, cool. Sehr cool. Es ist nicht aushaltbar draußen, ne? Scheiße. Warum wird es ein bisschen kühler, wenn du 30 Grad nicht hast? Ja, spielt bei mir einen Unterschied. Gutti. Panne, es geht um dein Abnehmen! Hör auf, jetzt hier die ganze Zeit durch die Gegend zu steppen! Hier, das ist das. Nettoproduktionsprodukt. Sprachenlernen, Bubble. Ja, ich will da. Stotter rein? Ja, nein, warte gleich. Bruttosozial? Ja, Brutto wie? Bruttosozialprodukt? Ich weiß ja nicht. Das ist, was willst du denn so heißen? Ja, nee, das ist das Endprodukt eigentlich. Ja. Das Endprodukt. Ja, man will aber dumm rüberkommen. Achso, hab ich ja geklappt. Hat geklappt. Aber du gleich mit. Du gleich mit. Hast du bestimmt eigentlich einen auf dem Schotterzug, hä? Zeig, was du da auf dem Teller hast. So, ich esse jetzt. Die Jilly ist. Der Kleine schläft, das ist super. Mal gucken, wie lange. Aber wer cuttet die Videos? Er selber. Ein Getränk machen. Wie viel war auf den Teller? Wie viel Gramm war auf den Teller? Achso, ich dachte, wir sind im Club. Also ich kaffe mal gleich. Wir machen jetzt nochmal. Hab das Gefühl, Pan hat Rohr kennengelernt. Armbrot. Ein bisschen Wassermelone. Ja, das hier ist für morgen. Wassermelone. Vorgeschnitten. Also ihr seht, er isst dreimal am Tag, wovon es eine feste Mahlzeit ist. Eine feste, richtige Mahlzeit, und zwar sein Reis mit Hühnchen und ein bisschen Soße und zweimal diesen Shake. So, um es kurz zu machen. Oh Baby. Ja. Also immer wegballern. Ja, und das ist so gesagt dann unser Armbrot für heute. Das ist unser Armbrot für heute. Und dann war es das für heute. Dann ist rechts 21 Uhr und dann beginnt das Fasten bis 13 Uhr. Ja. Also hier, er isst von 21 bis 13 Uhr nichts und dann isst er zum ersten Mal was. Und zwar, also er trinkt seinen Shake, dann chillt er wieder, dann isst er seinen Reis und dann, das macht er. So seit das macht er ein bisschen länger, so seit 2-3 Wochen. Ja. Und dann geht es wieder von vorne los, Tag für Tag. Dein Stream friert immer ein, habe ich auch mitbekommen. Twitch packt rum. Alles gut? Ein bisschen tief und wachen, aber was? Bin ich gewohnt. Weiß ich jetzt nicht. Manchmal. Kannst du das nochmal korrigieren? Bei mir ohne Probleme, ja, bei manchen. Also, schönen Abend oder tschüss, bis morgen. Ich muss meine Cappy aussetzen, ich muss cooler aussehen. So. Weiß ich nicht, ob es jetzt cooler aussieht. Ich reagiere gerade auf das Video, was ich gemacht habe, beziehungsweise. Er reagiert drauf und er gibt neue Anweisungen. Das ist mein Armbrot. Neue Anweisungen, hör mir jetzt zu. Du sollst mehr informative Sachen über deine Ernährung erzählen. Hier, ich weiß, wie die Festung von deinem Sohn aussieht. Zeig, wie viel Gramm isst du von Reis, wie viel Gramm isst du Hühnchen. Das hast du ja alles auf dem Plan. Wie du es bei der Wassermelone gemacht hast, was machst du währenddessen? Wie ist dein Tagesablauf? 16 Uhr, bevor du den Vlog startest, es ist jetzt 15.30 Uhr, ich esse jetzt das und das. Danach, so musst du es machen. Es ist 21.02 Uhr, ich darf eigentlich gar nicht mehr trinken. Ich bin hier gerade drin, deswegen, Entschuldigung, Chat, die Leute, die das gucken, Entschuldigung, Ada und Elias, ich trinke das jetzt schnell, dann halte ich mich, natürlich esse ich nichts mehr. Und das ist es für heute gewesen.
Ja. Das war heute gewesen. Und das ist es. Achso, Eli hat noch eine Gruppe aufgemacht. Mit Ada und mir. Alle zwei Tage ein bisschen update ich das. Ja. Bis morgen. Alter Schwede. Digga, das ist ja krass. Ich glaube, Robert und er haben den gleichen Dealer-Chat.